Ich war noch mitten im Training. Sehr schön. Kommt einmal an die Tafel. Kommt einmal nach vorne. Wir haben heute den 23.03.2020, den Montag. Und wir haben ein sehr, sehr cooles Workout. Wir scheuen uns nicht davon, was passiert, wenn Cleans da stehen. Und wir haben richtig coole Ideen heute. Wir haben Cleans, wenn ihr eine Stange habt, könnt ihr ganz normale Squat Cleans damit machen. Habt ihr zu Hause Ringe oder Box für Ring Dips, nutzt das aus. Habt ihr hoch genug Decken oder steht ihr im Garten und könnt Seil springen? 20 Single Unders oder 40 Single Unders oder 20 Double Unders. In der Home Gym Variante, wir machen trotzdem Cleans. Object Cleans, Chair Dips, die Wiederholungszahlen gehen ein bisschen hoch. Und dann haben wir Object Toe Taps und das Ganze in einem wunderschönen 10 Minuten AMRAP. Lasst uns einsteigen, durchs Warm-Up, durch Stretching, durch Strength und auch noch durch eine Clean Prep durchzugehen. Ich zeige euch einmal, wie das Ganze funktioniert mit den zwei, die mir heute unterstützen, die Alex und die Britta. Erste Runde, wir wissen alle, es muss sein bei Corona. Kein Toilettenpapier mehr, ich hoffe, ihr habt was da. 8 Minuten AMRAP, wir zeigen es euch vor. 8 Minuten AMRAP von 12 Toilet Paper Squats oder Jumps. Ich zeige es euch einmal vor hier mit den beiden. Ihr versucht die 3 oder 4, wie viele ihr auch möchtet, immer mit einer Drehung. Denkt dran, euch ab und zu mal in die eine und in die andere Richtung zu drehen, damit ihr nicht jedes Mal einen Drehwurm bekommt. Davon 12 Stück. Wenn ihr das gemacht habt, dauert ein bisschen länger, wenn man es mit Air Squats macht, dann Toilet Paper Plank Taps. In die Planke gehen, übereinander stehen lassen und mit einer Hand von der einen auf die andere Seite setzen und dann mit der anderen Hand die Toilettenpapierrollen wieder setzen. In einer Planke bleiben, fest bleiben, in die Midline, den Po nicht zu sehr verschieben, auch 12 Mal. Jede Wiederholung ist 1. Danach 12 Toilet Paper Pike Lifts. Ihr entscheidet, wie viele ihr benutzt. Ja, ja, diese zwei sind clever. Erstmal nur eine. Davor setzen, den Oberkörper schön aufrecht halten. Hände neben die Knie im besten Fall. Und dann versuchen, über das Toilettenpapier, zack, die Füße drüber zu donnern. Es ist okay, den Oberkörper ein bisschen zurückzunehmen. Versucht ihn aber so weit wie möglich drüber zu lassen. Jeder Tap ist 1 für 12 Wiederholungen. Als letztes, Toilet Paper Burpee Jumps. Auch hier entscheidet wieder, nehmt ihr eine, zwei oder die Britta ist clever wie auf der Kirmes, drei übereinander gestellt und dann Burpee steigen oder springen. Ihr entscheidet, welche Variante ihr macht. Es ist ein 8 Minuten AMRAP, durch das ihr durchkommen wollt. Sehr schön, die zwei haben euch einmal die Runde vorgemacht. 12, 12, 12, 12. Bleibt da am Laufen, habt ein bisschen Spaß mit dem Toilettenpapier, das noch da ist. Dann darf das einmal beiseite. Und dann haben wir einen klassischen Stretching-Part, 7 Minuten AMRAP. 5 Inchworms. So breit oder schmal stehen, dass ihr die hintere Kette gestreckt lassen könnt. Überstrecken bitte einmal nach oben, dann die hintere Kette bleibt gestreckt. Nach vorne laufen, soweit ihr die Spannung in der Planke halten könnt, entweder in der Plank oder über Plank. Und dann wieder zurücklaufen und versuchen, die hintere Kette gestreckt zu lassen. Das war einer, zwei, drei, vier, fünf. Wechsel zu 5 Down Dog to Cobra. Also in nicht komplett Planke laufen, sodass der Popo mehr zur Decke zeigt, wie in einer Pike-Position. Dann dürft ihr 2-3 Mal wippen und dann macht ihr den Wechsel von das ist Down Dog zu Cobra. Über die Knie oder nach vorne ablärfen oder mit einem Yoga-Push-Up nach vorne kommen. Die Schultern weg von den Ohren, Blick sogar zur Decke, wenn ihr möchtet. Und dann wieder den Wechsel. Einmal vor, zurück ist 1, davon 5 Stück. Habt ihr das gemacht? Bootstrap Squats, normale Squatbreite, in der ihr steht. Und dann steigt ihr mit euren Füßen auf eure Finger drauf, richtig aktiv, damit ihr jetzt den Kopf zur Decke ziehen könnt. Versucht die Wirbelsäule lang zu machen, wenn ihr es habt, den Po nach unten zu pressen. Im Wechsel mit Popo zur Decke strecken, hintere Kette bleibt gestreckt. Die beiden sind wunderbar mobil, da könnt ihr das sehen, wie das aussehen sollte. Wenn es nicht ganz so weit funktioniert, auch in Ordnung. Einmal Squat, Popo hoch ist 1, auch davon 5 Stück. Und dann haben wir hier Object High Pull. Die beiden können sich nehmen, was ihr wollt. Ihr könnt euch nehmen, was ihr wollt. Etwas, womit ihr die Nacken-Ellbogen aktivieren könnt. Und dann einmal 5 langsame High Pulls. Nacken und Ellbogen so hoch wie möglich ziehen. So eng wie möglich am Körper, wie die zwei es machen. Geht mit einem Rucksack, geht mit einer Aldi-Tüte, geht mit einem Ball, geht schon mit der Stange. Hauptsache, ihr aktiviert euch hier 5 Mal. Und das für 7 Minuten im AMRAP. Dann geht es wieder von vorne los. Dann habt ihr
Warm-up Teil 1 mit der Toilet Paper, Stretching Part 1 mit den Stretching Parts und schon einem Odd Object hinter euch. Jetzt kommen wir zu dem ersten Teil, der super interessant wird, Dips. Wir zeigen euch erstmal drei Dip-Varianten vor, die ihr machen könnt. Und dann schauen wir rein, was es als Möglichkeiten gibt für euch. Variante 1, ihr habt einen Stuhl, eine Couch, was auch immer zu Hause und macht Chair- oder Couch-Dips. Eng dranbleiben, die Ellbogen ungefähr, und die Hände auf Schulterbreite lassen, nicht zu breit greifen, so tief es geht, in die Tiefe runterrutschen und dann oben die Arme ganz durchdrücken. Einmal das. Variante 2, Britta, würdest du einmal zeigen, dass du mit leichten Jumping Ring Pull-Ups machen würdest? Das müsste ungefähr gehen. Wenn ihr Ringe zu Hause habt, in die Tiefe gehen, darauf achten, dass der Unterarm gerade ist, die Schulter berührt einmal den Ring und dann könnt ihr nach oben springen und euch in Hollow Position langsam ablassen to Negative. Die Füße dürfen den Boden berühren und wieder mit dem Sprung nach oben kommen in die stabile Position. Wenn ihr sagt, das geht auch in Kipping oder Strict, funktioniert das, dann dürft ihr einmal in die Position kommen, Strict the Ring Dips oder Kipping Ring Dips zu machen. In Kombination mit, Alex zeigt es einmal auf den Ball vor, Fast Feet. Und dann nehmt ihr euch etwas, eine Dumbbell, eine Platte, nur die Couch, was ihr wollt, sodass ihr locker springen könnt und die Taps gegenseitig machen könnt. Und die Britta hat ihr Springseil einmal da. Das wären Single Unders oder Double Unders. Ja, meine Damen, ist gut. Ihr wisst ja, dass ich ganz, dass wir hier ein paar springen können. Es sieht wie folgt aus. Für 5 Runden, alle 2 Minuten. Das heißt, ihr habt 2 Minuten Zeit, um einen Max-Set Dips zu machen. So viele Dips wie gehen am Stück. Und dann einmal 20 Seilsprünge oder 40 Fast Feet. 40 Fast Feet werden 1, 2, 3, 4, 5. Das geht das auch relativ schnell. Restliche 2 Minuten habt ihr Pause. Und das für 5 Runden. Wenn wir das gemacht haben, wenn Alex geht, wenn wir das gemacht haben, dann kommen wir in die Clean Prep. Die Britta wird es euch vorzeigen mit der Stange, so wie es aussieht. Die Alex wird es euch mit einem Odd Object, mit einem Rucksack einmal zeigen, wie es funktioniert. Alle Varianten könnt ihr euch überlegen. Ihr könnt es mit einem Ball irgendwann machen, das ist ein Mat Ball Clean, das zeigen wir nachher auch noch ganz kurz. Alles ist denkbar. Erstes, was ihr macht, ist ein High Hang Muscle Clean nach oben. Die Alex dreht sich einmal auf die Schulter und das bleibt oben. Und dann gehen wir mit der Stange oder dem Objekt in 10 Front Squats einmal. Einmal auf die Schulter nehmen, 10 Front Squats. Ellbogen schön aktiv halten in beiden Varianten. Könnt ihr schön den Rucksack küssen und hier in eine ganz normale Squat. Po nach hinten, schulterbreiten Stand, Ball einmal nach oben und dann auch mit Ball würde es genauso funktionieren. Einmal ablegen zum Boden nach unten. Dann haben wir die zweite Variante zum nach oben arbeiten. 10 Hang Power Clean plus Frog Squat. Das machen wir auf Kommando, okay? Das heißt, wir machen 2 Stück mal auf Kommando. Wir bleiben in der halben Position hängen, einfach nur mit mir mitmachen, dann passt es. Habt ihr die Stange, Hook Grip einmal reinnehmen, Daumen wird eingeklemmt von Zeigefinger und Mittelfinger. Den Rucksack einfach schön bis ans Knie runterführen. Schöner Hip Hinge, Hang Position, Blick geradeaus, Power, Füße aktiv setzen, Squat nach unten weg und aufstehen, Reset, Füße zusammen, Hang Position ein. Machen wir nochmal, Power und Squat, aufstehen. Davon macht ihr 10 Stück und dann seid ihr gut vorbereitet. Letzte Runde, die Britta macht sich Platten drauf, habt ihr einen Rucksack, der dick genug ist und ähnliches und ihr könnt den Boden berühren, ist das gut. Die Alex wird euch vorzeigen, wie es aussehen wird, ihn knapp für den Boden zu halten. Dann ist es ein Below the Knee Hair Clean, das ist nicht so interessant, nicht so wichtig. Kann unterhalb vom Knie gehalten werden, muss den Boden nicht berühren. Hauptsache ihr könnt den Rücken schön gerade halten. Und dann machen wir am Ende Squat Cleans, also Startposition, Blick geradeaus, Power, in die Hocke. Und aufstehen, Reset, Startposition, Clean, und aufstehen, und gut. Der Vollständigkeit halber wird die Alex einmal einen Mat Ball Clean zeigen. Habt den Medizinball da, funktioniert es. Die Britta wird sich dafür einmal, 2 Dumbbells, kannst du kurz zeigen, leichte, 2 super, super einfach. Alles gut? Genau. Mat Ball Clean, Ball berührt den Boden, Deadlift Position,
Ball drehen, nicht schleudern, in die Hocke gehen. Die Britta macht auch einmal mit den Dumbbells. Die vordere Kante berührt den Boden. Komplett strecken, in die Hocke gehen, funktioniert mit einer, zwei Dumbbells. Geht ganz, ganz simpel, das einmal umzusetzen. Wenn ihr das habt, könnt ihr euch ganz simpel auf das Workout konzentrieren. Die Object Toe Taps sind diese Fast Feet auf einem Objekt. Das darf heute gerne ein bisschen höher sein. Das ist in der Variante für das Home Gym. Die Britta hätte in dem Fall die Single Unders, Double Unders. Achtet auf die Wiederholungszahlen, weil die Stange natürlich schwerer ist als das, was ihr euch sonst bauen könnt. 4 Squat Cleans, dann habt ihr 6 Ring oder schwere Box Dips und 20 Double Unders oder 40 Single Unders, wenn ihr springen könnt. Home Gym Variante 10, 10, 10, das macht leicht. 10 Object Cleans, deswegen muss das Gewicht dann auch nicht so schwer sein, nicht dass der Rucksack reißt. 10 Chair Dips, das heißt, es darf gerne ein bisschen höher sein. Und 10 Object Toe Taps. Bei den 10 Object Toe Taps ist es ein Double Tap. Das würde bedeuten, einmal loslegen. 1, 2, 3. 20 Sprünge sozusagen, bis der Ball ganz durch den Raum getreten ist. 10 Minuten AMRAP beide. Viel Spaß heute. Gebt alles einmal Cleans mit irgendwas, was im Haushalt einmal da ist. Viel Spaß, wir stellen die Uhr ein. Uhr läuft runter, weil es ein AMRAP ist. 10 Seconds, get ready. Los geht's. Get ready to throw the toilet paper around in 3, 2, 1, go!